Wind bläss. So heisst eine Alp in Toggenburg. Und so heisst ein Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Toggenburger Hausorgeln wieder zum Klingen zu bringen. Aber wie ist es zu diesem Namen gekommen? Und zu dem Windbläss-Wappen, dem Hund, der sich im Orgelspiel versucht? Gang ruf den Gefleckten, Gang ruf den Gescheckten, sie sollen gehorsam, sie sollen gehorsam. Gang ruf den Gefleckten, Gang ruf den Gescheckten, sie sollen gehorsam, mein Stall hierher. Vielleicht hat er mal da umeinander ein Hund gewohnt. Ein ganz normaler Bläs, der gar nichts Besonderes sein wollte. Und einfach nur seine Arbeit gut machen. Der Bläs hat sich das amigs nicht zweimal sagen und ist losgewetzt. Vielleicht hat der Bläs eines Tages seltsame Töne aus der Firstkammer von seinem Bauernhaus gehört, wo er sich nicht erklären konnte. Und der Gewunder hat ihn gepackt und er ist in die Firstkammer gegüchselt. Er ist näher an und hat den Kasten beschnuppert. Nicht wirklich verdächtig, ein bisschen neue Farbe, gut abgelagertes Holz, Metall. Ob das Viech echt drin ist in diesem Blümchenkasten? Er ist auf dem Tritt gestanden, der unten am Kasten war, um die Oberkastentür zu beschnüffeln. Ja, was ist das? Der Kasten lebt. Der Kasten. Der Kasten macht Wind. Und wo der Windkasten so langsam in Fahrt kommt, hat sich der Bläs nicht mehr zurückhalten, ist auf die Hinterpfote gestanden und hat mit der Schnauze die Kastentür aufgedrückt. Da, tatsächlich, der Kasten macht die Töne. Die mächtigen, gewaltigen, unfassbar grossartigen. Was? Fällt dir eigentlich ein? Jetzt mach sauber, was du kommst. Natürlich hat der Bauer am Halsband gepäckelt, die Stege durchabgezogen und mit Zetomordio zum Haus rausgerührt. Aber für das Erlebnis hat es sich gelohnt. Vielleicht hat der Bläs dann selber probiert, Wind zu machen. Und wo der ganze Zug schon fast oben auf der Alp angekommen ist, da hat es den Bläs bekommen. Er hat den Kopf in den Nacken gelegt und Wind gemacht. Sein Wind. Vielleicht hat er so den Mut zu ganz vielen Abenteuern gefunden, die er sonst gar nie erlebt hat. Vielleicht ist er so zum Windbläs geworden, wo nie etwas Besonderes sein wollte, aber etwas ganz Besonderes geworden ist. Sowieso hat der Windbläs immer noch da ein paar lustige Verwandte in dieser Gegend. So unterschiedlich wie nur etwas, aber alle original. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie gern Wind machen. Wir müssen es einmal probieren, es macht Spass. Und all die Geschichten und Lieder aus dem Toggenburg, von Abenteuer und Original, sind noch lange nicht fertig erzählt. Kommt und hört!